Liebe Olympionikinnen und Olympioniken, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mathe-Fans, liebe alle, die Spaß haben an Sachen, die schwierig sind, liebe alle, die Spaß haben an Sachen, die Spaß machen, Kartenspielen zum Beispiel. Auch darum soll es heute gehen, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch und Sie alle zum Festvortrag für die Bundesrunde der 60. Mathematik-Olympiade. Ich selbst bin Günter Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin. Mathematiker, aber eben auch ein ehemaliger Wettbewerbsteilnehmer. Vor fast genau 40 Jahren, im Sommer 1981, war ich mal auf der internationalen Mathematik-Olympiade. Ich erzähle das nicht nur, weil ich angeben kann damit oder wollte, sondern einfach, weil ich meinen Maßstab hier zeigen will, wenn ich euch und Ihnen Lisa Sauermann vorstelle. Lisa kommt aus Dresden. Sie wurde schon als Schülerin des Dresdner Martin-Andersen-Nexö-Gymnasiums bekannt, weil sie auf der internationalen Mathematik-Olympiade IMO regelmäßig Medaillen für Deutschland holte. Wenn man nur Wikipedia glaubt, dann wurde Lisa Sauermann 2011 bei der internationalen Mathematik-Olympiade mit 4 Goldmedaillen und einer Silbermedaille ausgezeichnet und war zu diesem Zeitpunkt die bis dahin erfolgreichste Teilnehmerin. Das kann nun gar nicht stimmen. Also 5 Medaillen bei einer Olympiade kann niemand holen. Sie hat 2011 auch nur eine Medaille geholt. Alle anderen sind aus den Jahren davor. Aber sie war 2011 eben auch die einzige Teilnehmerin mit voller Punktzahl. Und es gab auch keinen Teilnehmer mit voller Punktzahl für die, die da jetzt sozusagen genau zuhören. Nach dem Abitur hat sie Mathematik in Bonn studiert, dann bei Jacob Fox an der Stanford University promoviert. Ihre Dissertation wurde letztes Jahr mit dem Richard-Rado-Preis der DMV-Fachgruppe Diskrete Mathematik ausgezeichnet. Sie war dann weiter in Stanford, ist inzwischen, wenn ich es richtig weiß, in Princeton, von dort aus auch zugeschaltet und zieht dann mit Mann und Tochter im Sommer ans MIT als Assistant Professor. Sie hat also Karriere gemacht. Sie zeigt uns heute Mathematik. Es geht um das Kartenspiel Set und ein Resultat von Ellenberg und Giswild. Das erkläre ich besser jetzt nicht, sondern das zeigt und erklärt sie uns. Ich freue mich drauf und wir freuen uns drauf. Lisa, die Bühne ist sozusagen frei für dich. Vielen Dank an Herrn Ziegler für die nette Einführung und vielen Dank an euch alle, dass ihr zuhört bei diesem Festvortrag. Also, wie schon angekündigt, es geht um das Kartenspiel Set und um ein Resultat von Jordan Ellenberg und Diane Reisweig. Also Set ist ein bekanntes Kartenspiel, das viele von euch bestimmt schon mal gespielt haben. Aber jetzt zur Erklärung für alle, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen. Also Set ist ein Spiel mit 81 Karten, wie man auf dem Foto hier so ein bisschen sieht. Und jede Karte zeigt 1, 2 oder 3 identische Symbole mit bestimmten Merkmalen. Und zwar hat jede Karte 4 verschiedene Merkmale. Und das erste Merkmal ist die Anzahl der Symbole auf der Karte. Also jede Karte zeigt 1, 2 oder 3 Symbole. Zum Beispiel seht ihr hier eine Karte mit einem Symbol oder hier eine Karte mit 2 Symbolen. Dann weiterhin hat jede Karte eine Farbe. Also jede Karte ist rot, grün oder lila. Jede Karte hat auch eine Form. Und zwar, also damit ist gemeint, dass die Symbole auf der Karte eine Form haben. Die sind entweder Rauten, Ovale oder Wellen. Also das sieht man vielleicht in dem Foto nicht so gut, aber hier sieht man vielleicht so ein bisschen das Oval, die Welle. Okay, und noch eine kleine Bemerkung, das Foto ist von der älteren Ausgabe, da ist ein Rechteck statt einer Raute, aber wie auch immer. Okay, und das vierte Merkmal für jede Karte ist die Füllung. Also die Symbole auf der Karte sind entweder voll wie hier, leer wie hier oder schraffiert wie hier. Und insgesamt gibt es also diese 4 Merkmale und bei jedem Merkmal gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten, wie man hier sieht. Und die Gesamtzahl der Karten ist 3 mal 3 mal 3 mal 3, also 3 hoch 4, das ist 81, weil eben jede mögliche Kombination dieser Möglichkeiten für diese 4 Merkmale genau einmal als Karte in diesem Kartenspiel auftritt. Okay, und worum geht es bei dem Spiel? Naja, bei dem Spiel Set geht es darum, ein sogenanntes Set zu finden. Und zwar ein Set, das besteht aus 3 Karten, die folgenden Bedingungen erfüllen. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel für so ein Set. Die erste Bedingung ist, dass alle 3 Karten
entweder alle drei die gleiche Anzahl an Symbolen haben müssen oder die drei Anzahlen an Symbolen müssen paarweise verschieden sein für die drei Karten. Also die Anzahlen müssen alle drei verschieden sein oder alle drei gleich. Hier zum Beispiel bei den drei Karten sind die Anzahlen alle drei verschieden, 1, 2 und 3. Weiterhin müssen alle drei Karten in einem Set entweder alle drei die gleiche Farbe haben oder alle drei verschiedene Farben. Also hier zum Beispiel haben wir lila, grün und rot. Das sind alles drei verschiedene Farben. Das ist okay. Die nächste, das könnt ihr euch vielleicht schon denken. Also die Karten müssen auch alle drei die gleiche Form haben oder alle drei verschiedene Formen haben. Also hier haben wir wieder alle drei verschiedene Formen. Das ist auch okay. Und die Karten müssen entweder alle drei die gleiche Füllung haben oder alle drei unterschiedliche Füllungen. Also hier haben wir leer, schraffiert und voll. Das ist auch okay, ist alles drei unterschiedlich. Das heißt, diese drei Karten hier formen ein Set, weil die diese Bedingungen erfüllt sind. Hier ist ein anderes Beispiel für ein Set. Kurz gefasst, die Bedingungen sagen, dass in einem Set, ein Set besteht aus drei Karten, die in Bezug auf jedes Merkmal entweder alle gleich oder alle verschieden sind. Also hier zum Beispiel haben wir drei Karten, da sind die Anzahlen alle verschieden, das ist okay. Die Farben sind alle verschieden, das ist okay. Die Formen sind alle gleich, das ist okay. Und die Füllungen sind alle gleich, das ist okay. Aber was sozusagen nicht erlaubt wäre, wenn jetzt zwei Karten die gleiche Farbe haben und die dritte eine andere. Also das hier ist auch ein Set. Okay, und das Ziel, wenn man jetzt dieses Kartenspiel Set spielt, ist es, unter den auf den Tisch liegenden Karten, also da liegen immer, da liegen nicht alle Karten gleichzeitig, sondern bestimmte Karten liegen immer auf dem Tisch aufgedeckt. Und das Ziel ist dann, möglichst schnell so ein Set zu finden unter den Karten auf dem Tisch. Also um genau zu sein, will man das schneller finden als die Mitspieler und am Ende gewinnt derjenige, die meisten Sets am schnellsten gefunden hat. Aber dann ist natürlich also die Frage, gibt es immer so ein Set? Also meistens, wenn man das Spiel Set spielt, wie zum Beispiel auf dem Foto, das wir vorhin gesehen haben, liegen genau 12 Karten auf dem Tisch. Das besagen die Spielregeln. Ist es denn aber immer möglich, unter diesen 12 Karten so ein Set zu finden? Also in anderen Worten, ist es immer möglich, unter den 12 Karten auf dem Tisch drei Karten zu finden, die ein Set bilden, die also in Bezug auf jedes Merkmal entweder gleich oder alle verschieden sind? Also geht das immer? Naja, viele von euch, die das Spiel schon mal gespielt haben, wissen sicherlich, dass die Antwort dazu nein ist. Es kann nämlich passieren, dass es unter den 12 Karten auf dem Tisch gar kein Set gibt. Was macht man dann? Naja, dann sagen die Spielregeln, dass man noch mehr Karten dazulegen soll, wenn es kein Set gibt. Und wenn es dann immer noch kein Set gibt, legt man noch mehr Karten dazu und so weiter. Dann ergibt sich also die Frage, wie viele Karten braucht man denn, bis man sicher sein kann, dass es immer ein Set geben muss? Oder in anderen Worten, wir könnten fragen, was ist die maximal mögliche Anzahl von Karten, die auf dem Tisch liegen können, ohne dass es ein Set gibt? Und diese Frage kann man interpretieren als eine Frage aus dem Bereich der extremalen Kombinatorik. Also extremale Kombinatorik ist ein mathematisches Gebiet, in dem es darum geht, die maximal oder minimal mögliche Anzahl von Objekten mit bestimmten Bedingungen zu bestimmen oder abzuschätzen. Also hier zum Beispiel geht es um die maximal mögliche Anzahl von Karten in diesem Spiel mit der Bedingung, dass es unter diesen Karten kein Set gibt. Und es heißt sozusagen extremale Kombinatorik, weil wir uns für die Extreme interessieren, also für die maximal oder minimal möglichen Anzahlen. Okay, aber jetzt zurück zur Frage hier, was ist die maximal mögliche Anzahl von Karten ohne ein Set? Die Antwort auf diese Frage ist 20, also die maximal mögliche Anzahl von Karten ohne ein Set 20. Und das wurde von Pellegrino im Jahr 1970 bewiesen. Nochmal zurück zur extremalen Kombinatorik. Das ist ein sehr aktiver mathematischer Forschungsbereich, in dem ich persönlich auch arbeite. Und meistens interessiert man sich in dem Bereich allerdings nicht dafür, jetzt ganz konkrete Fragen mit ganz konkreten kleinen Zahlen, also zum Beispiel wie viele unter diesen 81 Karten kann man haben ohne ein Set und die Antwort ist 20. Dafür interessiert man sich eigentlich gar nicht so sehr. Man interessiert sich eher dafür, was passiert, wenn man ein Problem hat und dann die Variablen in dem Problem sehr groß werden lässt. Es geht also jetzt nicht unbedingt darum, diese 20 ganz genau auszurechnen, sondern es geht eher darum zu verstehen, was mit dem Problem passiert, wenn man in gewissem Sinne die Variablen gegen unendlich gehen lässt.
Es macht natürlich jetzt für das Set-Spiel nicht so sehr viel Sinn, weil das Set-Spiel ist ja endlich, das hat ja nur 81 Karten. Aber wir müssen also die Frage etwas modifizieren. Aber die folgende Frage ist, denke ich, eine natürliche Verallgemeinerung dieser Set-Frage. Nämlich, was wäre denn, wenn wir ein erweitertes Set-Spiel hätten, in dem eine Karte nicht nur vier, sondern noch mehr Merkmale hätte? Also stellt euch vor, der Verlag, der das Spiel Set verlegt, bringt jetzt die nächste Generation des Spiels heraus für alle, die sich mit dem normalen 81-Karten-Spiel langweilen, nämlich eine Superset-Version, bei der die Karten noch mehr Merkmale haben. Zum Beispiel, hier sind ein paar Ideen, wie diese Spielerfinder das jetzt entwerfen könnten. Also zum Beispiel könnte man jeder Karte zusätzlich noch eine Hintergrundfarbe geben. Also im normalen Spiel ist der Hintergrund ja weiß, aber wir könnten ja den Hintergrund weiß, grau oder schwarz machen. Da hätten wir jetzt eben ein zusätzliches Merkmal, nämlich die Hintergrundfarbe und wieder drei Möglichkeiten, weiß, grau oder schwarz. Oder wir könnten noch einen Rahmen für die Karte machen, also so am Rand hier. Also ich habe mich hier mal mit einem Designvorschlag beteiligt, wie so eine Karte aussehen könnte im erweiterten Set-Spiel hier mit einem grauen Hintergrund. Und wir könnten hier zum Beispiel so einen Rahmen haben an jeder Karte, also entweder eine einfache Linie oder eine doppelte Linie oder gar keine Umrahmung. Das wäre dann ein zusätzliches Merkmal, die Umrahmung. Und da gibt es wieder drei Möglichkeiten, Linie, Doppellinie oder gar nichts. Und dann könnten wir uns zum Beispiel auch vorstellen, dass die Symbole noch eine Größe haben. Also wir könnten zum Beispiel uns vorstellen, dass es auf den Karten kleine, große oder mittlere Symbole gibt. Also hier sehen wir jetzt eine Karte, die hat die Standardmerkmale, dass sie rot ist, dass es drei Symbole sind, dass sie gefüllt sind, dass es Rauten sind, aber die Rauten sind zusätzlich sehr klein. Also hier, wir haben kleine Symbolgröße. Die Karte hat einen grauen Hintergrund und eine doppelte Linie als Umrahmung. Also hier hätten wir jetzt schon 7 Merkmale. Und dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, man kann das Spiel weiterspielen und sich noch viele andere Möglichkeiten für zusätzliche Merkmale ausdenken. Okay, also wir stellen uns jetzt vor, dass jede Setkarte nicht nur 4 Merkmale hat, sondern n Merkmale. Also beim normalen Setspiel hätten wir n gleich 4, weil es die 4 Merkmale Farbe, Form, Füllung und Anzahl gibt. Aber jetzt stellen wir uns eben vor, es gibt n Merkmale. Und dabei lassen wir es aber gleich, dass es für jedes Merkmal drei Möglichkeiten gibt. Das heißt, die Gesamtzahl der Karten in einem Spiel wäre dann 3 hoch n. Weil wir eben bei jedem der n Merkmale drei Möglichkeiten haben. Das heißt, insgesamt gibt es 3 hoch n mögliche Kombinationen für Karten, die wir dann eben in unserem erweiterten Set-Spiel haben. Und dann sagen wir immer noch, dass drei Karten ein Set bilden, wenn sie in Bezug auf jedes Merkmal entweder alle drei gleich sind oder alle drei verschieden sind. Also wir wollen immer noch, das ist sozusagen ein Set, das sind drei Karten, wo wenn wir bei jedem Merkmal gucken, haben wir in Bezug auf das Merkmal entweder alle drei Karten gleich oder alle drei Karten verschieden. Also was nicht okay ist, ist 2 rote und eine grüne Karte zum Beispiel, wie wir vorhin schon besprochen haben. Okay, also jetzt wissen wir, wie dieses erweiterte Set-Spiel mit n Merkmalen, wie das geht. Und dann ergibt sich eben wieder die Frage, was ist dann die maximal mögliche Anzahl von Karten, die wir auf dem Tisch haben können, ohne dass wir ein Set haben? Also im Set-Spiel mit n Merkmalen, was ist die maximal mögliche Anzahl von Karten ohne ein Set? Und wie wir schon besprochen haben, für n gleich 4 ist die Antwort 20, aber im Allgemeinen ist die Antwort natürlich eine Funktion von n. Also es hängt von n ab, diese maximal mögliche Anzahl. Und um ein bisschen Notation einzuführen, sagen wir S von n ist definiert als diese maximal mögliche Anzahl von Karten. Also S von n ist die Funktion von n, die diese maximal mögliche Anzahl in dieser Frage beschreibt. Das heißt in anderen Worten, wir haben S von 4 ist 20, weil eben für n gleich 4 20 diese maximal mögliche Anzahl ist. Und im Allgemeinen definieren wir S von n als diese maximal mögliche Anzahl von Karten ohne ein Set. Okay, und jetzt ist sozusagen die Frage, was ist S von n? Aber die Frage ist nicht unbedingt, S von n ganz genau zu berechnen, das wäre vermutlich unmöglich, sondern wir wollen das Verhalten der Funktion S von n so gut wie möglich verstehen. Das heißt, wir wollen gute untere und obere Schranken für diese Funktion S von n finden, sodass wir eben verstehen, möglichst gut, wie diese Funktion S von n wächst, wenn n wächst. Okay, also hier ist nochmal die Definition.
S von N bezeichnet die maximal mögliche Anzahl von Karten ohne ein Set im Setspiel mit N-Merkmalen. Und hier ist eine Beobachtung. Ich behaupte, dass S von N immer mindestens 2 hoch N ist. Hier ist der Beweis. Ein guter Vortrag sollte ja einen Beweis haben und einen Witz, und die sollten möglichst nicht das gleiche sein. Hier ist, ist der Beweis. Wir wollen also zeigen, dass die maximal mögliche Anzahl von Karten ohne ein Set mindestens 2 hoch N ist. Mit anderen Worten, wir müssen zeigen, dass man 2 hoch N Karten ohne ein Set finden kann. Das beweist dann diese Ungleichung. Okay, also hier ist eine Strategie, wie wir 2 hoch N Karten ohne ein Set finden können. Also wir haben diese N-Merkmale, zum Beispiel eins der Merkmale ist die Farbe, und für jedes der N-Merkmale suchen wir uns jetzt 2 der 3 Möglichkeiten aus, die uns besonders gut gefallen. Also zum Beispiel können wir uns vorstellen, dass Rot und Grün sind unsere Lieblingsfarben, die gefallen uns besonders gut. Also wir suchen uns Rot und Grün als 2 Farben aus und Lila wollen wir jetzt nicht. Okay, und eben für jedes der N-Merkmale suchen wir uns 2 Möglichkeiten aus, die wir besonders mögen. Und jetzt nehmen wir die 2 hoch N-Karten, die eben bei jedem Merkmal eine der 2 ausgewählten Möglichkeiten haben. Also sozusagen a priori gibt es für jedes Merkmal 3 Möglichkeiten und jetzt erlauben wir nur noch 2 davon und nehmen eben alle Karten, die eine der 2 ausgewählten Möglichkeiten für jedes der Merkmale haben. Das sind dann genau 2 hoch n Karten. Okay, und ich behaupte, dass diese 2 hoch n Karten kein Set enthalten. Und der Grund ist der folgende. Nehmen wir mal an, unter diesen 2 hoch n Karten, die wir auf diese Weise ausgewählt haben, könnten wir ein Set finden. Dann könnten diese 3 Karten in diesem Set bei keinem Merkmal alle 3 verschieden sein. Nämlich der Grund dafür ist, dass wir ja für jedes Merkmal nur noch 2 Möglichkeiten erlaubt haben. Das heißt, wir können jetzt nicht 3 verschiedene Möglichkeiten haben. Zum Beispiel könnten wir nicht 3 Karten haben, die alle 3 verschiedene Farben haben, weil die lilanen Karten haben wir ja alle wegsortiert. Wir nehmen ja nur die roten und die grünen. Das heißt, es ist nicht möglich für diese 3 Karten in dem Set, dass sie alle 3 verschieden sind in Bezug auf ein Merkmal. Das heißt aber, weil es ja ein Set ist, müssen sie in Bezug auf jedes Merkmal entweder alle 3 gleich sein oder alle 3 verschieden. Das zweite ist nicht möglich. Das heißt, die 3 Karten in diesem Set müssen bei jedem Merkmal alle 3 gleich sein. Aber wenn wir jetzt 3 Karten haben, die bei jedem Merkmal alle 3 gleich sind, heißt das, die 3 Karten sind vollkommen identisch. Das ist also nicht 3 Karten, es ist 3-mal die gleiche Karte. Das ist also kein Set. Okay. Das zeigt also, dass unter den 2 hoch n Karten, die wir auf diese Weise ausgewählt haben, indem wir bei jedem Merkmal uns 2 Möglichkeiten ausgesucht haben, unter diesen 2 hoch n Karten haben wir tatsächlich kein Set. Und das heißt, dass wir 2 hoch n Karten ohne ein Set gefunden haben. Und das heißt insbesondere, dass die maximal mögliche Anzahl von Karten ohne ein Set mindestens 2 hoch n sein muss. Okay, also das war ja jetzt schon mal eine ganz gute Schranke. Also wir haben, wie wir schon gesagt haben, wir interessieren uns dafür, wie sich S von N verhält, wenn N sehr groß ist. Und wir haben jetzt gezeigt, dass S von N immer mindestens 2 hoch N ist. Die beste bekannte untere Schranke, wenn N sehr groß ist, ist ein bisschen besser als die Schranke, die wir gerade bewiesen haben. Und das ist ein Resultat von Yves Edel. Und er hat nämlich im Jahr 2004 gezeigt, dass S von N immer mindestens 2,217 hoch N ist, wenn N ausreichend groß ist. Also in Wirklichkeit sind hier auch noch mehr Nachkommastellen, aber auf jeden Fall hat er auch diese Ungleichung gezeigt, wenn N ausreichend groß ist. Und nur als Bemerkung, Edels Argument, um eben diese untere Schranke für S von N zu zeigen, basiert auf einer Konstruktion für N gleich 480. Und diese Konstruktion hat ungefähr 10 hoch 166 Karten. Das heißt, die Anzahl der Karten in dieser Funktion, in dieser Konstruktion ist eine 1 mit 166 Nullen und das ist mehr als die Anzahl der Atome im Universum. Also es ist eine gigantische Konstruktion. Und mit dieser gigantischen Konstruktion hat er eben diese untere Schranke für n gleich 480 gezeigt und dann mit einer sogenannten Produktkonstruktion kann man daraus auch diese Ungleichung für alle ausreichend großen n ableiten. Und als Bemerkung, tatsächlich gilt die Schranke auch nur für ausreichend große n, denn wenn wir jetzt zum Beispiel n gleich 4 hier einsetzen,
dann ist dieser Term 2,217 hoch 4, der ist ungefähr 24, während wir ja wissen, dass s von 4 nur 20 ist. Diese Ungleichung, dass s von n mindestens 2,217 hoch n ist, gilt also nur, wenn n tatsächlich groß genug ist. Okay, also hier ist jetzt eine relativ gute, um genau zu sein, die beste bekannte untere Schranke für s von n, für große n. Aber was ist denn mit oberen Schranken? Also für eine obere Schranke müssen wir zeigen, dass die maximal mögliche Anzahl von Karten unter ein Set höchstens eine bestimmte Anzahl ist. In anderen Worten müssen wir zeigen, dass jede Konfiguration von Karten ohne ein Set höchstens eine bestimmte Größe haben kann. So, hier ist erstmal eine relativ einfache obere Schranke. Also ich behaupte, dass s von n höchstens 3 hoch n ist. Naja, das ist ein bisschen der dämliche Schranke, denn die Schranke folgt allein aus der Tatsache, dass es insgesamt im Setspiel mit n-Merkmalen insgesamt nur 3 hoch n Karten gibt. Das ist also sozusagen in gewissem Sinne eine triviale Schranke. Also die maximale Anzahl von Karten ohne ein Set ist höchstens die Gesamtanzahl von Karten, was 3 hoch n ist. Also das ist eine sehr langweilige Oberschranke. Hier ist eine etwas bessere Oberschranke. Also man kann auch zeigen, dass s von n höchstens ungefähr halb so groß ist wie die Schranke. Also höchstens ein halb mal 3 hoch n plus 1. Also hier nochmal als Erinnerung, s von n ist die maximal mögliche Anzahl von Karten ohne ein Set in einem Setspiel mit n Merkmalen. Und hier ist eine Beweisskizze für diese etwas bessere obere Schranke für s von n. Also wir müssen zeigen, dass jede Menge von Karten ohne ein Set höchstens diese Größe ein halb mal 3 hoch n plus 1 hat. Sei also m eine nicht leere Menge von Karten ohne ein Set und wir müssen diese obere Schranke für die Größe dieser Menge m zeigen. Und das können wir jetzt wie folgt machen. Wir wählen eine beliebige Karte x aus der Menge m aus. Also hier sei das unsere Karte x. Und was wir jetzt machen können, ist, wir betrachten die restlichen Karten im Setspiel außer x und man kann jetzt zeigen, dass man diese übrigen Karten außer x nun in Paare aufteilen kann, sodass jedes Paar gemeinsam mit x ein Set bildet. Also hier erkläre ich gerade nicht alle die Details, das ist ja nur eine Beweisskizze, wenn das eine olympiale Aufgabe wäre, wäre es wohl besser, das jetzt etwas besser zu begründen. Aber in der Kürze der Zeit lassen wir die genauere Begründung jetzt mal weg. Aber man kann sich davon überzeugen, dass tatsächlich es möglich ist, wenn man eine Karte x eben festhält, dann die übrigen Karten in Paare aufzuteilen, sodass jedes Paar zusammen mit x ein Set bildet. Und hier ist ein Beispielbild, um das zu illustrieren, für den Fall, wo n gleich 2 ist, wo wir also nur zwei Merkmale haben, nämlich die Anzahl und die Farbe. Und hier wäre unsere Karte x, drei rote Symbole. Und dann können wir eben die übrigen 8 Karten in Paare teilen, sodass jedes Paar mit dieser Karte x ein Set bildet. Zum Beispiel diese beiden roten Karten bilden mit x ein Set, diese beiden Karten bilden mit x ein Set, diese beiden Karten hier bilden mit x ein Set und diese beiden Karten hier bilden mit x ein Set. Und die Anzahl der Paare ist nun genau ein halb mal 3 hoch n minus 1 und das liegt einfach daran, dass es insgesamt 3 hoch n Karten gibt. Eine davon ist x, das heißt, wir haben 3 hoch n minus 1 übrig und wenn wir die in Paare austeilen, kriegen wir eben genau diese Anzahl an Paaren. Okay, und jetzt ist es eigentlich ziemlich leicht zu sehen, dass die Menge m von jedem dieser Paare höchstens eine Karte enthalten kann. Der Grund ist ganz einfach, die Menge m enthält ja schon x, so haben wir ja x ausgewählt. Und wenn jetzt die Menge m beide Karten in so einem Paar enthalten würde, also zum Beispiel diese beiden Karten hier, dann hätten wir ja zusammen mit x ein Set. Aber wir haben ja gesagt, m enthält kein Set. Das bedeutet also, dass die Menge m von jedem Paar nur höchstens eine Karte enthalten kann. Und damit ist die Gesamtanzahl der Karten in m höchstens 1, nämlich für die Karte x, plus die Anzahl der Paare, weil von jedem Paar können wir höchstens eine Karte in der Menge m haben. Das heißt, m ist höchstens 1 plus diese Anzahl an Paaren und das ist nun genau ein halb mal 3 hoch n plus 1. Also das ist eine Beweisskizze für diese obere Schranke, dass s von n höchstens ein halb mal 3 hoch n plus 1 ist. Okay, hier ist also die Schranke, die wir bis jetzt gesehen haben. Also s von n ist mindestens diese untere Schranke, wenn n ausreichend groß ist und wir haben gerade gezeigt, dass s von n höchstens diese obere Schranke.
Jetzt können wir allerdings beobachten, dass diese obere Schranke im Wesentlichen halb so viel ist wie 3 hoch n, halb so viel wie die Gesamtanzahl der Karten. Diese obere Schranke ist also nur um einen konstanten Faktor, nämlich um diesen Faktor 2, kleiner als die Gesamtanzahl 3 hoch n. Eine deutlich bessere obere Schranke wurde von Räume Schulam im Jahr 1995 gezeigt, der gezeigt hat, dass s von n höchstens 2 mal 3 hoch n geteilt durch n ist. Und diese Schranke ist in gewissem Sinne also sehr viel besser, weil sie uns verrät, dass jede Kartenmenge ohne ein Z nur einen verschwindend kleinen Anteil an der Gesamtmenge der 3 hoch n Karten einnehmen kann. Also diese Schranke sagt uns im Wesentlichen, dass eine Kartenmenge ohne ein Z höchstens halb so groß sein kann wie die Gesamtkartenmenge. Aber hier von dieser Schranke kriegen wir eine deutlich bessere Aussage, nämlich dass jede Kartenmenge ohne ein Z höchstens einen verschwindend kleinen Anteil der 3 hoch n Karten insgesamt einnehmen kann. Und mit verschwindend klein meine ich hier, dass der Anteil gegen 0 geht, wenn n wächst. Okay. Also, wie schon gesagt, wir interessieren uns dafür, wie sich diese Funktion s von n verhält, wenn n wächst. Und insbesondere interessieren wir uns dafür, wie sich diese Funktion im Vergleich zu 3 hoch n verhält. Denn 3 hoch n ist ja unsere Gesamtanzahl der Karten. Und wir haben eben auf der letzten Folie gerade schon gesehen, dass s von n ein verschwindend kleiner Anteil von 3 hoch n ist. Hier ist nochmal die untere Schranke und hier nochmal diese obere Schranke. Und die obere Schranke wurde 2012, also fast 20 Jahre später, etwas verbessert. Da haben Bethmann und Katz gezeigt, dass s von n höchstens eine Konstante mal 3 hoch n geteilt durch n hoch 1 plus Epsilon ist, wobei Epsilon eine kleine positive Konstante ist und c eine andere Konstante ist. Okay, also diese Schranke ist etwas besser als die vorherige. Aber man kann sehen, dass beide dieser oberen Schranken hier, also sowohl die Schranke von Meschulam als auch die Schranke von Bethmann-Katz, nur um einen polynomiellen Faktor kleiner sind als 3 hoch n, während diese untere Schranke von Edel hier um einen exponentiellen Faktor kleiner ist als 3 hoch n. Also sozusagen, wenn wir diesen Term uns anschauen und durch 3 hoch n teilen, dann bekommen wir eine Funktion, die exponentiell kleiner wird. Während, wenn wir diese Terme uns anschauen und eben durch 3 hoch n teilen, bekommen wir eine Funktion, die sozusagen nur polynomiell abfällt. Also in anderen Worten, diese untere Schranke ist viel, viel, viel kleiner als diese oberen Schranken. Die interessante Frage ist also, kann man auch eine exponentielle obere Schranke zeigen? Kann man also diese oberen Schranken, die hier nur 3 hoch n geteilt durch ein Polynom sind, so verbessern, dass man auch 3 hoch n geteilt durch etwas Exponentielles bekommt? Oder in anderen Worten, man kann die Frage so formulieren, gibt es eine Konstante c kleiner als 3, sodass wir haben, dass s von n höchstens c hoch n ist? Also klar, wir haben s von n ist höchstens 3 hoch n, das war unsere triviale Schranke, aber können wir auch eine Konstante c, die echt kleiner ist als 3 finden, sodass s von n höchstens c hoch n ist. Und das würde eben bedeuten, dass s von n exponentiell kleiner ist als 3 hoch n. Und diese Frage war für mehr als 20 Jahre offen und sehr viele Forscher haben daran gearbeitet. Und dann wurde ein Durchbruch erzielt, eben von Jordan Ellenberg und Diane Reisweit, die schon im Titel dieses Vortrags aufgetreten sind. Und die haben im Jahr 2016 gezeigt, auch wenn das Paper offiziell erst im Jahr 2017 im Journal erschienen ist, die haben gezeigt, dass s von n höchstens 2,756 hoch n ist. Die Antwort auf die Frage hier oben lautet also ja und man kann c gleich 2,756 nehmen und dann gilt tatsächlich diese Schranke. Und das war wirklich ein sehr, sehr wichtiges Resultat und ein Indikator dafür, wie das, was ein großer Durchbruch ist, ist, dass dieser Beweis in einem der besten oder vielleicht sogar dem besten mathematischen Fachjournal erschienen ist, nämlich in den Annals of Mathematics. Ich möchte auch erwähnen, dass dieser Beweis von Jordan Ellenberg und Diane Reisweit auf einer neuen polynomiellen Methode beruht, die nur wenige Wochen vorher von Ernie Kru, Tsevalev und Peter Palpach gefunden wurde.
Und diese neue polynomielle Methode hatte seitdem viele weitere Anwendungen. Das heißt, diese neue Methode hat nicht nur zu diesem Resultat geführt, sondern auch zu vielen weiteren interessanten Resultaten im Bereich der exponentiellen Kombinatorik und additiven Zahlentheorie. Also sozusagen der große Durchbruch war nicht nur das Resultat selbst, sondern eben auch diese neue Beweismethode, die dann andere Forscher auf andere Probleme angewendet haben. Okay, hier ist also jetzt die Schranken, die wir für diese Set-Frage bekommen. Wir wissen von der Schranke von Edel, dass S von n mindestens 2,217 hoch n ist, wenn n ausreichend groß ist. Und diese Ellenberg-Kreiswald-Schranke gibt uns eben, dass S von n höchstens 2,756 hoch n ist. Und das gilt sogar für alle n. Und wie ihr seht, ist hier natürlich noch eine Lücke zwischen dieser unteren und dieser oberen Schranke. Und diese Lücke zu schließen, bleibt ein offenes Problem, an dem auch viele Forscher arbeiten. Ja, und nochmal als Erinnerung, also S von n, diese Funktion, über die wir jetzt diese ganzen Schranken gezeigt haben, ist eben die maximal mögliche Anzahl von Karten ohne ein Set im Setspiel mit mehr n-Merkmalen. Aber da fragt ihr euch jetzt natürlich warum zerbrechen sich eigentlich so viele Mathematiker den Kopf darüber, wie viele Karten man in einem Setspiel mit n Merkmalen finden kann, wo doch dieses Spiel sozusagen jetzt nur, theoretisches Konstrukt ist. Auf dem Markt gibt es das ja nur mit 4 Merkmalen. Warum interessieren sich so viele Leute für diese Erweiterung mit n Merkmalen von dieser Setkartenfrage? Ja, also die anders gefasst, warum befassen sich so viele Mathematiker mit der Frage nach der maximal möglichen Anzahl von Karten ohne ein Set? Naja, in Wirklichkeit ist das ein kleines bisschen geschummelt, denn in Wirklichkeit interessieren sich die Forscher nicht für Karten ohne ein Set, sondern für Mengen ohne arithmetische Folgen. Und diese Verbindung zwischen dieser Frage, die wir besprochen haben mit Karten ohne ein Set, zu Mengen ohne arithmetische Folgen, möchte ich jetzt in der verbleibenden Zeit des Vortrags kurz skizzieren, auch wenn wir jetzt nicht Zeit haben, das in allen Details zu besprechen, diese Verbindung. Also hier ist eine Skizze zur Verbindung zur Mengen ohne arithmetische Folgen. Also um diese Verbindung zu sehen, müssen wir jede Setkarte durch eine Folge kodieren. Und zwar kodieren wir jede Z-Karte durch eine Folge der Länge n, wo die Folgeglieder alle 0, 1 oder 2 sind. Also wir sagen eine 0, 1, 2-Folge der Länge n. Und wie machen wir diese Kodierung? Naja, für jedes der n-Merkmale müssen wir uns sozusagen überlegen, müssen wir uns festlegen, wie wir die drei Möglichkeiten der Zahlen 0, 1 und 2 zuordnen. Also zum Beispiel können wir sagen, für die Farbe, dass Rot 0 sein soll, Grün 1 ist und Lila 2 ist. Man kann das natürlich auch anders festlegen, aber wir müssen uns sozusagen ein für alle Mal festlegen, wie unser Code funktionieren soll. Also ich sage jetzt mal, dass Rot 0 ist, Grün 1 ist und Lila 2 ist. Genauso müssten wir uns jetzt für die Füllung das überlegen. Also zum Beispiel könnte leer 0 sein, schraffiert 1 sein und gefüllt 2 sein und so weiter. Also für jedes Merkmal müssen wir uns festlegen, wie wir die drei Möglichkeiten 0, 1 und 2 zuordnen. Dann ergibt sich sozusagen für jede Setkarte eine 0, 1, 2-Folge der Länge n, indem wir eben für jedes Merkmal nacheinander aufschreiben den Code 0, 1 oder 2 für die jeweilige Möglichkeit, die die Karte eben bei dem Merkmal hat. Und die Gesamtmenge der 0, 1, 2-Folgen der Länge n, die bezeichnen Mathematiker als 0, 1, 2 hoch n. Und diese Menge entspricht also der Gesamtmenge der Setkarten mit n Merkmal. Also jede Setkarte mit n Merkmalen ist so eine Folge und das ist die Menge dieser Folgen. Und jetzt können wir die Folgen in 0, 1, 2 hoch n auch addieren und subtrahieren. Und das machen wir, indem wir mit jedes Folgeglied einzeln rechnen und wir rechnen Modulo 3. Modulo 3 bedeutet einfach, wir nehmen den Rest bei Teilung durch 3. Also hier ist mal ein Beispiel. Angenommen, wir wollen diese Folge und diese Folge addieren. Dann machen wir das jetzt so, wie ihr das am besten nicht macht, wenn ihr schriftlich echte Zahlen addieren wollt, weil da gibt es ja Überträge und so. Aber hier ist das ganz einfach. Wir ignorieren alle Überträge und rechnen wirklich einfach jetzt Glied für Glied ohne Überträge. Also zum Beispiel hier am ersten Folgeglied haben wir 1 plus 1 und das ist, wie alle wisst, 2. Im zweiten Folgeglied haben wir 1 plus 2, naja, das ist in Wirklichkeit eigentlich 3, aber wir nehmen ja jetzt Reste bei Teilung durch 3 und dann ist also 1 plus 2 0. Man sagt doch, 1 plus 2 ist 0 modulo 3.
also bei Teilung durch 3. Okay, im dritten Folgeglied haben wir 0 plus 1, was ist 1. Und im vierten Folgeglied haben wir 2 plus 2. Das ist in Wirklichkeit 4, aber das letztere ist 1. Also sagen wir 2 plus 2, das ergibt 1 modulo 3. Und subtrahieren geht genauso. Also 1 minus 1 ist 0. 1 minus 2 ist in Wirklichkeit minus 1, also das ist Riss 2. 0 minus 1 ist wieder minus 1, Riss 2. Und 2 minus 2, nein, das ist einfach 0. Okay, also so können wir mit diesen Folgen rechnen. Wir können die addieren und subtrahieren. Okay, also wir haben jetzt jede Setkarte durch eine Folge 0, 1, 2 hoch n kodiert und wir können diese Folgen gliedweise modulo 3 addieren und subtrahieren, wie wir das gerade gesehen haben. Okay, und jetzt kleine Zwischenbemerkung. Also Mathematiker schreiben für 0, 1, 2 hoch n mit diesen Rechenoperationen f3 hoch n. Also f3 ist hier ein sogenannter Körper, der aus den Elementen 0, 1 und 2 besteht und dann F3 hoch n ist ein sogenannter Vektorraum über diesem Körper und da rechnet man eben dann auf diese Weise. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, warum das jetzt genau F3 hoch n heißt und was ein Körper ist, das passt jetzt nicht in den Rahmen dieses Vortrags, aber ich wollte sozusagen nur bemerken, dass dieses 0, 1, 2 hoch n mit diesen Rechenoperationen für Mathematiker ein bekanntes Objekt ist, nämlich F3 hoch n. Okay, und jetzt wollen wir arithmetische Folgen betrachten. Und zwar ist es jetzt, sagen wir, dass 3 verschiedene Elemente x, y und z in 0, 1, 2 hoch n, also 3 hier x, y und z sind also jetzt hier Folgen, also für 3 solche x, y und z in 0, 1, 2 hoch n, sagen wir, dass x, y und z eine arithmetische Folge bilden, wenn y minus x das gleiche ist wie z minus y. Also diese x, y und z hier können wir addieren und subtrahieren, wie wir es gerade besprochen haben. Und wenn wir dann y minus x ist gleich z minus y haben, dann sagen wir x, y und z ist eine arithmetische Folge. Und zum Vergleich, also viele von euch kennen vielleicht das Konzept von arithmetischen Folgen einfach von normalen Zahlen. Also die Zahlen 2, 5 und 8 bilden ja eine arithmetische Folge. Und das ist so, weil 5 minus 2 gleich 8 minus 5 ist. In anderen Worten, weil die Differenz, um von 2 zu 5 zu gehen, das gleiche ist wie die Differenz, um von 5 zu 8 zu gehen. Und deswegen, das ist es einfach, was arithmetische Folge heißt, dass diese Differenzen gleich sind. Und ganz genauso machen wir das eben hier für diese Elemente von 0, 1, 2 hoch n. Wenn die Differenz von x zu y das gleiche ist wie die Differenz von y zu z, dann ist das eine arithmetische Folge. Okay, und das Interessante ist nun, dass eine Menge von Karten ohne Set unter dieser Kodierung genau das gleiche ist wie eine Teilmenge von 0, 1, 2 hoch n ohne eine arithmetische Folge der Länge 3. Warum das so ist, kann ich aus Zeitgründen jetzt nicht erklären. Aber wenn man sich ganz genau hinsetzt und das ganz genau analysiert, kommt man zu dem Schluss, dass das wirklich das Gleiche ist, eine Menge von Karten ohne ein Set zu haben oder eine Teilmenge von 0, 1, 2 hoch n ohne eine arithmetische Folge. Und der Satz, den Ellenberg und Kreisweiten wirklich bewiesen haben, oder zumindest so, wie sie es wirklich formuliert haben, ist, dass die maximal mögliche Größe einer Teilmenge von f3 hoch n, also von 0, 1, 2 hoch n, ohne eine arithmetische Folge der Länge 3 höchstens 2,756 hoch n ist. Aber wenn man das jetzt umformuliert mit unserer Umformulierung zu Setkarten, die eben äquivalent ist, bekommen wir die äquivalente Aussage, dass die maximal mögliche Anzahl von Karten ohne ein Set im Setspiel mit n-Merkmalen höchstens 2,756 hoch n ist. Das ist also genau diese Aussage, S, diese Funktion s von n, die wir betrachtet haben, höchstens 2,756 hoch n ist. So haben das dann eben John Ellenberg und Diane Kreisweit nicht formuliert. Die haben es eben als ein Ergebnis über f3 hoch n formuliert. Aber wie wir jetzt so ein kleines bisschen gesehen haben, wie es jetzt angedeutet wurde im Vortrag, ist das eben genau die gleiche Aussage. Und das ist eben der Grund, warum sich so viele Forscher mit der Frage befasst haben, weil sich eben weil die Frage nach der größtmöglichen Teilmenge Größe einer Teilmenge von f3 hoch n ohne eine arithmetische Folge, das ist eben eine wichtige Frage in additiver Zahlentheorie und extremaler Kombinatorik. Ja, das ist alles, was ich sagen wollte in diesem Vortrag. Vielen Dank fürs Zuhören und hier sind noch die Bildquellen. Ja, herzlichen Dank für diesen Vortrag und für alle diese Erklärungen. Ich fand es ausgesprochen faszinierend. Vielleicht
Erzählst du aber, warum du jetzt gerade das hier ausgesucht hast, um das zu präsentieren? Du hast ja auch uns auch gar nicht sozusagen eigene Sachen hier gezeigt, sondern Dinge, die andere Leute entdeckt haben. Warum hast du es ausgesucht? Ja, also ich finde diese Beweismethode, auf die ich jetzt sozusagen in dem Vortrag leider nicht eingehen konnte, aber diese neue polynomielle Beweismethode, die finde ich sehr, sehr spannend und sehr faszinierend. Und ich selber habe auch Forschungsarbeiten, die eben auf dieser Methode aufbauen. Insofern ergibt sich dann indirekt auch eine Verbindung zu meiner eigenen Forschung. Aber das Resultat selbst über eben diese Teilmengen von f3 hoch n ohne arithmetische Folgen, das ist natürlich das wichtigste Resultat, das mit dieser Methode bis jetzt erzielt wurde. Und deswegen, das ist einer der Gründe, warum ich das eben in diesem Vortrag jetzt besprechen wollte. Und der andere Grund ist, dass es eben diese schöne Formulierung mit Z-Karten gibt. Denn leider ist es ja oft gar nicht so einfach, wirkliche aktuelle Forschungsresultate auf eine Weise zu besprechen, dass es eben mit Olympiademathematik nachvollziehbar ist, worum es da eigentlich geht. Ja, wunderbar. Ich meine, das, du hast es als extremale Kombinatorik bezeichnet, also was man eben formulieren kann in F3 hoch N oder eben einfach mit diesem Kartenspiel-Set. Das ist, was andere Leute dann eben diskrete Mathematik nennen. Das hat den großen Vorteil, dass eben vieles da einfach so ohne viel Technik jetzt herzuzeigen ist. Und ich glaube, das Problem versteht man eben ohne jetzt, was weiß ich, viele Jahre studiert zu haben. Aber unter der Oberfläche schlummern dann eben algebraische Methoden, die letztlich eben schwierig und kompliziert sind. Ist das typisch? Ist es das, was dich fasziniert? Sagen die einfachen Probleme, mit denen dann am Ende werden komplizierte Methoden verwendet? Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man ganz ehrlich ist, sind die Methoden in gewissem Sinne auch einfacher als in vielen anderen Bereichen der Mathematik. Also, wie du gerade schon gesagt hast, ist es ja so, dass in diskreter Mathematik die Fragestellungen oft einfacher zu erklären sind als jetzt zum Beispiel in anderen Bereichen wie algebraische Geometrie oder komplizierten Sachen in Wahrscheinlichkeitstheorie oder in diskreter Mathematik sind die Fragen eben, wie du gerade schon gesagt hast, oft relativ einfach zu erklären. Manchmal sogar sozusagen Leuten auf dem Schullevel, aber auf jeden Fall sind sie im Allgemeinen einfach zu erklären gegenüber Mathematikern, die in anderen Gebieten arbeiten, was eben andersrum oft nicht so ist. Dass sozusagen in anderen Gebieten sind die Fragen oft so schwer zu verstehen, dass selbst professionelle Mathematiker, die in anderen Gebieten arbeiten, die nicht verstehen. Aber jetzt zurück zu den Methoden. Also die Methoden sind natürlich deutlich komplizierter als die Fragen, aber gerade diese polynomielle Methode ist eigentlich auch sehr einfach und die kann man in einem ungefähr 30-minütigen Fachvortrag an ein mathematisches Publikum erklären, was ziemlich viel heißt, denn sagen wir mal, die neuen Methoden in anderen Gebieten wie eben Geometrie kann man sehr schwer als kompletten Beweis jemandem außerhalb dieses spezifischen Gebiets erklären. Und das ist eben eine der Sachen, die ich sehr faszinierend finde, dass nicht nur die Fragen einfach sind, sondern die auch für die Beweise muss man nicht viele, viele Jahre sehr spezifische Fachliteratur in einer Teilgebiet lesen, dass man überhaupt den Beweis verstehen kann. Das kann natürlich auch so sein, dass es für unterschiedliche Mathematiker oder Mathematikerinnen unterschiedliche Sachen einfach auch attraktiv sind. Ich meine, andere faszinieren sich und begeistern sich für genau diese ganz speziellen Fragestellen, die man eben erst verstehen kann, wenn man eben Jahrzehnte studiert hat sozusagen. Oh ja, klar, jeder kann da, also jeder hat eben unterschiedlichen Geschmack. Aber mich fasziniert das einfach in gewissem Sinne. Wie findet man dann die guten Probleme, die eben auch unter diesen so einfach klingenden Problemen, sagen wir mal, wer sozusagen Wettbewerbe macht, Mathe-Olympiaden macht, da werden einem ja die Aufgaben vorgelegt, auch immer mit der Garantie, das hat eine Lösung, das ist auch eine Lösung, die ohne jetzt einen riesen Werkzeugkasten aus dem Studium eben zu finden ist. Wenn man dann mehr gelernt hat, was ist ein gutes Problem? Wie findet man das? Ja, ich glaube, das ist ganz schwierig. Zum Glück ist es ja so, dass es selbst wenn man sozusagen jetzt im Forschungsbereich ist,
muss man sich ja auch nicht immer alle Probleme selber ausdenken. Einige gibt es ja auch, die eben andere Leute gefragt haben, manchmal vor kurzer Zeit, manchmal auch vor langer Zeit. Es gibt in Kombinatorik noch eine Unmenge an Fragen, die schon seit Jahrzehnten offen ist. Das heißt, wenn man jetzt nicht die Kreativität hat, ein eigenes Problem zu finden, kann man sich auch wie bei der Olympiade ein gegebenes Problem nehmen. Das Problem ist bloß die Garantie, dass es eine Lösung gibt und die Lösung auch kurz ist, die fällt dann natürlich weg. Und wenn das die Probleme schon seit mehreren Jahrzehnten offen sind, ist es oft eben so, dass die Lösung nicht im Zeitraum einer 4,5-stündigen Klausur findbar ist. Das heißt, man braucht natürlich deutlich größere Ausdauer als jetzt, sagen wir mal, den Zeitraum eines halben Tages, wenn man solche Fragen angeht. Oder auch allgemein, wenn man irgendwelche mathematischen Forschungsfragen angeht, ist es eben ein deutlich langsamerer Prozess als das Lösen von Olympiade-Klausuraufgaben. Natürlich ist es auch wichtig, eigene Probleme zu finden, und oft sind diese Probleme eben motiviert durch andere Probleme, vielleicht die großen offenen Vermutungen im eigenen Gebiet, kann man eben Varianten davon oder Spezialfälle, das ist dann ein vernünftiges Problem, an dem man arbeiten kann, und vielleicht hat man ja dann eine Idee, die auch für die große Vermutung hilft. Eine andere Sache ist, wenn es eben neue Methoden gibt, wie jetzt zum Beispiel diese neue polynomielle Methode, kann man sich dann fragen, also fragen sich natürlich dann viele Leute, auf was, welche anderen Probleme kann man das denn noch anwenden? Und oft ergeben sich eben Schwierigkeiten, diese Methoden weit zu verallgemeinern oder in anderen Situationen anzuwenden. Und dann kann man eben Probleme suchen, die genau auf diese Schwierigkeiten abzielen und dadurch eben, also sozusagen manchmal ist ein Problem interessant, einfach nur wegen des Problems, aber manchmal ist ein Problem beziehungsweise dessen Lösung interessant, weil es eben Methoden weiterentwickelt. Und das ist, denke ich, auch sehr wichtig, Methoden sozusagen weiterzuentwickeln an Beispielen von Problemen, wo sie eben erst nicht funktionieren, wo man dann eben ein Stück vorwärts kommt und die Methode weiterentwickelt. Wunderbar. Ich glaube, wir lernen das schon, das Probleme formulieren, was Wichtiges ist, auch was, wo man was leisten kann, Probleme variieren, dass auch die Probleme, die andere schon probiert haben, eben interessant sein können, schon deswegen, weil andere es nicht gekonnt haben. Dass aber auch immer die Frage ist, entwickeln wir die Methoden weiter an den Problemen oder umgekehrt? Es zeigt so ein ganz kleines Skizzen in die Vielfalt der Mathematik, in der du ja eben auch unterwegs bist, ausgesprochen erfolgreich unterwegs bist, jetzt eben demnächst von Princeton nach ans MIT ziehst und dann vielleicht auch irgendwann wieder zurück zu uns nach Europa. Wie ich vorhin jetzt gerade gelernt habe, mit zwei Töchtern, die im Hintergrund im Moment nicht zu hören sind. Ich sage ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in faszinierende Mathematik, aber eben auch in die Frage, wie man Probleme anschaut und was man letztlich an Problemen lernen kann, auch an denen, die man dann löst und an denen, die man noch nicht gelöst hat. Da bleibt genug zu tun. Ich glaube, die Sicherheit haben wir. Ganz herzlichen Dank, alles Gute und mal wieder auf irgendeinem Bildschirm oder auch im echten Leben. Tschüss, Lisa. Vielen Dank. Vielen Dank.